Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich muss mal gucken, ja, es ist auf Kamera eingestellt. Wir fahren heute, ich wollte gerade sagen fliegen, ins Atlantis Hotel und gehen dort in den Aquapark. Ich habe mein Outfit an und zwar ist das Ganze neu. Dieses Crop Top, das habe ich von Zara. Das habe ich eigentlich der Katrin mitgebracht. Und die High-Waisted Jeans ist auch von Zara. So, wir sitzen jetzt hier zusammen. Guten Morgen, Yannick. Beim Starbucks. Wir müssen auf Anna und Kat warten. Und jeder hat sich hier was bestellt. Was hast du? Unsweet Iced Black Tea. Unsweet Iced Black Tea. Katrin hat ein Iced Caramel Macchiato oder so. Und ich habe einen Schokocroissant. Den teile ich mir aber mit Katrin. Und hier ist so ein Eistee für sich. Mittlerweile auch mit uns. Hi. Wir mussten mit zwei Taxen fahren, weil wir nicht zum einen Taxi reinpassen und jetzt auf dem Weg ins Atlantis. So, wir haben uns gestern extra alle so ähnliche Bikinis gekauft. Also Katrin hat so einen ähnlichen wie ich. Echt? Und Kat und Anna haben den gleichen. Tadadata, wir machen jetzt ein Babybauch-Shooting. Yay! So, wir sind jetzt zurück am Platz alle. Fotos sind im Kasten, wie man so schön sagt. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch sonnen und so. Aber ich finde, mit Make-up ist es immer so ein bisschen doof. Deswegen habe ich die total praktischen Micellenreinigungstücher von Nivea dabei. Ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt. Auf jeden Fall entfernen die wasserfestes Make-up. Sind schon für die Wimpern und spendet Feuchtigkeit und ich finde, das merkt man auch so arg. Zudem hat das auch noch ein super süßes Design und zwar diese Giraffe ist da drauf. Und ja, jetzt schminken wir uns kurz mal ab. Ich liebe diese Abschminktücher. Tadadada! Geht wirklich super gut weg. Ja, die sind so geil. Ohne Witz. Damit kriegt man echt jedes Make-up entfernt. Und jetzt geht's gleich sonnen. Das Praktische ist halt echt, man nimmt die einfach mit, packt die hier in so eine Tasche und hat die überall mit dabei. Und ja, Katrin schminkt sie jetzt auch noch ab. Ja. Die haben voll viel Feuchtigkeit, gell? Ja, die sind echt geil. Voll schön hier, Leute. Mega schön. Richtig schön. Wir laufen jetzt hier am Strand entlang. Aber total komisch, der Strand ist einfach ruhig. Ich glaube, weil das hier alles künstlich angelegt ist, gibt es hier auch keine Wellen. Ich glaube sogar, dass es eine Wellenmaschine gibt irgendwie da unter Wasser. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mal so eine Doku über diese Palmeninsel angeschaut. Auf jeden Fall sehr interessant. Und das Atlantis Hotel sieht einfach so krass aus. Echt mega cool. Hier. Und es ist so heiß, ich glaube, wir haben heute 35 Grad. Wir haben uns auf jeden Fall schon mal mit 50er Sonnencreme eingecremt. Wir gehen jetzt Mittagessen und solche Beutel, solche YouTube-Beutel sind echt was Praktisches. Da ist alles drin. Bin voll froh, dass ich den mit habe. Und jetzt mal schauen, was es mal wieder gibt. Wahrscheinlich wieder ungesund. Die Brille mag ich übrigens nicht so gerne. Weiß nicht, warum ich mir die damals gekauft habe. So, jetzt wird hier richtig schön Mittag gegessen. Katrin hat unsere Bestellung abgeholt. Ja, ist schon kalt. Ist schon kalt? Ich habe Pizza. Yummy, die ist noch warm. Das lassen wir uns jetzt alle schmecken. Guten. Guten.
so Crushed Eis geholt mit Geschmack. Und das bringen wir jetzt zu Anna. Das ist meins, das ist Katrins. Yummy, das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir sind jetzt im Global Village. Hier von jedem Land etwas. Das soll die Türkei sein, glaube ich. Das hier mit dem roten Bus ist London. Dann da ist das Burj Khalifa und so weiter und so fort. Und richtig cool hier. Ich liebe es jetzt schon. Da ist Paris zum Beispiel, wo ich meinen Heiratsantrag bekommen habe. Schaut mal. Da. Upsa. Ready und es war so ein schöner Tag. Es war wirklich toll, auch im Aquapark und danach auch in dem Global Village. Übrigens ist das Global Village so aufgebaut, dass es von jedem Land etwas gibt zum Essen und zum Kaufen und ist so, so schön, so bunt. Ihr habt es selber gesehen. Und ja, auf jeden Fall war es wieder richtig toll heute der Tag und ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Guten Abend, ich bin so müde.